Guten Abend. Schönen guten Abend, herzlich willkommen, meine Damen und Herren, bei Deutschland akut hier auf N24. Heute zum Thema Liebe im Netz per Mausklick zum Traumpartner. Wir suchen nach der großen Liebe und finden sie immer öfter im Internet. Wo sonst tummeln sich schon Millionen kontaktwillige Traumfrauen und Männer? Im Netz ist alles möglich. Seriöse Partnersuche, Patchwork-Liebe, Esoterik-Flirt oder einfach nur die schnelle Nummer. Für jeden Topf gibt es hier einen Deckel. Das Geschäft mit der Liebe boomt. Online-Dienste versprechen höchste Trefferquoten und Vermittlungsgarantien und verlangen dafür immer mehr Geld. Sie verkaufen den Traum von der großen Liebe. Und wer träumen will, muss meistens zahlen. Noch vor 10 Jahren galt die Partnersuche im Internet als völlig unseriös. Aber das hat sich anscheinend geändert. Aber wer tummelt sich denn eigentlich so im Netz? Und wie funktionieren die Online-Dating-Börsen? Darüber wollen wir heute diskutieren mit meinen Gästen. Judith Alwin, sie ist Bestseller-Autorin des Buches Ins Netz gegangen. Sie beschreibt in ihrem Buch, wie sie über Internetbörsen ihren Mann gefunden hat. Guten Abend, Frau Alwin. Thomas Kirschmeier vom Rheingold-Institut Köln, dem führenden Institut für qualitative Meinungsforschung, das die Single-Börsen unter die Lupe genommen hat. Herzlich willkommen, Herr Kirschmeier. Frau Alwin, Sie haben über 3 Jahre im Netz Ihr Glück gesucht, haben es dann letztlich auch gefunden. Ihren Mr. Right. Hatten Sie von Anfang an die Absicht, darüber ein Buch zu schreiben? Oder gab es irgendwann der Punkt, wo Sie gesagt haben, das ist jetzt so spannend, das müssen auch andere wissen? Ich hatte nicht die Absicht, ein Buch zu schreiben. Es ging also um meine persönliche Partnersuche, weil ich mir einfach gedacht habe, kennt man ja, Single jenseits des Teenageralters, ist gar nicht so einfach, einen Partner zu finden. Und mir gefiel diese Idee mit dem Internet. Und dann habe ich gedacht, okay, erwachsene Menschen gehen auch erwachsen im Internet miteinander um. Ist nicht so. Ja, und dann habe ich über viele Dinge gestaunt, habe die dann auch aufgeschrieben und daraus ist dann letztlich ein Buch entstanden. Also Sie arbeiten auch im Beruf mit dem Internet, Sie sind also irgendwie vertraut mit dem Netz und es war für Sie völlig normal, Sie sagen, jetzt probiere ich auch mal so ein Angebot. Man nutzt es für E-Mails, man nutzt es für normale Post letztlich und da habe ich mir gedacht, warum nicht auch dafür. Ja. Herr Kirschmeier, Sie untersuchen Menschen, Sie legen Menschen auf die Couch und ergründen ihre tiefsten Wünsche und Vorhaben. Erklären Sie uns kurz, wie das funktioniert. Ja, also wir suchen quasi Probanden, die wir ganz bestimmt zu ganz bestimmten Themen 2 Stunden lang auf die Couch legen, 2 Stunden lang befragen und die eigentliche Motivation, warum sie etwas tun, rausbekommen. Also es gibt keine Fragebögen oder sonst was, sondern das wird alles von Diplompsychologen gemacht, wo sie wirklich rausbekommen, was eigentlich dahinter steckt, was die tieferen Gründe sind. Was sind das für Menschen, die im Netz nach Partnerinnen, nach Partnern suchen? Also erstmal ganz normale Menschen wie du und ich. Das kann man erstmal vorweg sagen, sowohl Männer und Frauen, da macht sich auch kein großer Unterschied breit. Es sind vor allen Dingen natürlich Menschen, die alleine sind und die dieses Solo-Sein, dieses Single-Sein auf Dauer nicht wirklich verarbeiten können. Die also sagen, das ist zwar mal ganz nett, aber das ist keine Lösung. Weil es ist ja nun schon so, auch in der Gesellschaft, wer alleine ist, das hat immer so einen kleinen Makel mit. Warum hat der keinen Partner? Was ist an dem faul oder an der faul? Was hat die für Macken? Und darum ist natürlich diese Möglichkeit, sich im Netz erstmal anonym, mit einem Pseudonym zum Beispiel, da reinzubegeben und dann auf Partnersuche zu gehen, unheimlich attraktiv. Man muss vor allem, wenn man sich anmeldet, ich habe das auch vorhin mal angeschaut, muss man zunächst mal so eine Art Profil von sich erstellen. Also man muss was über sich verraten. Was muss man alles? Was muss man preisgeben? Was schon sehr, sehr interessant ist, weil die meisten, so, da gehörte ich natürlich auch erstmal zu, wir machen uns eigentlich gar nicht so viel Gedanken darum, was suchen wir denn wirklich. Also auch das hat schon, sicherlich geht das schon in Ihre Richtung, was mit Psychologie zu tun. Und das ist schon anstrengend, ein gutes Profil über sich zu schreiben und das auch mit den richtigen Fotos und so auszustatten, um dann auch so rüberzukommen, wie man wirklich ist. Und auch die Leute zu finden, die man
sucht. Denkt man sich dabei was aus? Also stellen Sie bestimmte gezielte Eigenschaften? Gibt es auch. Ja, also das Ausdenken, das ist natürlich das, was im Netz immer so nach vorn gezogen wird. Also die meisten, die ich da getroffen habe, in immerhin 3 Jahren, das hat ja lang gedauert. So lange habe ich es mir auch nicht vorgestellt, muss ich sagen. War aber eine sehr interessante Zeit und die meisten waren schon sehr ehrlich. Also zumindest glaubten sie ehrlich zu sein. Es gibt ja auch so diese Schere zwischen Selbstbild, Fremdbild und was da noch alles tiefenpsychologisch auf uns zukommt. Das ist aber nichts anderes als auch im realen Leben letztlich da ist. Man spielt immer eine Rolle. Man spielt immer eine Rolle und man möchte sich immer gut darstellen. Ja. Also diese Sache mit sich jünger machen, als man ist, ist ja die Urlaubslüge der Deutschen schlechthin. Das mögen wir da wohl am liebsten. Also es ist nichts, was im realen Leben nicht vorhanden wäre. Es ist nur mehr. Und das macht dann halt diesen Eindruck, dass es schlimmer ist als im realen Leben. Nutzen die Menschen diese Anonymität, die dieser erste Zugang bietet, aus, um irgendwas zu konstruieren? Also man präsentiert sich ja selbst gerne erstmal von der Schokoladenseite. Ja. Man stellt nur seine besten Sachen voraus. Man nimmt natürlich ein Bild, wo man sehr gut drauf aussieht, wo man nicht gerade unglücklich getroffen wurde. Man kommt dann in Kontakt mit allen möglichen Leuten, hat also die freie Auswahl. Und dann kommt aber natürlich irgendwann der Punkt, wo man sich sagt, okay, stimmt das auch alles, was der da jetzt schreibt oder was die da schreibt? Weil man erinnert sich ja, man hat ja selbst auch nicht alles auf den Tisch gelegt. Also geht man dann auch, irgendwann kommt der Punkt, wo man davon ausgeht, naja, wenn der genauso, dann hat der vielleicht auch irgendwo seine Macke oder hat was, was er vielleicht bis jetzt verborgen hat. Das ist natürlich beim ersten Treffen interessant, wenn es denn zum Treffen kommt. Genau, dann fliegt alles auf, aber dann fliegt ja auch auf, was man selber vielleicht nur mit halbem Herzen, mit halber Wahrheit verkündet hat. Darüber sprechen wir gleich noch weiter. Die Stiftung Warentest hat in den letzten Jahren 2-mal Single-Börsen ausführlich getestet. Und ein Redakteur von Warentest sitzt heute bei uns im Publikum. Schönen guten Abend, Falk Murko. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind. Diese Profile, die man eingeben muss, sind die nach Ihren Testerfahrungen echt oder werden dort Phantombilder gezeichnet? Sowohl als auch. Also es gab Testerinnen, die sehr enttäuscht waren, die sich auf jemanden eingestellt hatten, der dann ein ganz anderer war. 10 Jahre älter, haben sie zum Teil gesagt, 50 Kilo schwerer. Sowas gibt es leider. Ich weiß nicht, was die Teilnehmer sich dabei denken, dass das dann nicht auffällt. Wir sagen, man soll sich so echt wie möglich darstellen soll, auch Fotos. Es gibt auch zum Teil, sie nehmen dann alte Fotos, also das locken, ist nicht immer echt. Leute, wollen Leute ja, anlocken. Und glauben, das kommen damit durch, aber sie ernten nur Enttäuschung. Also das sollte man auf jeden Fall lassen. Was haben Sie noch für Mängel festgestellt an den Portalen? Also wir haben, uns interessieren ja weniger die Teilnehmer, sondern mehr die Anbieter, was die machen. Also wir teilen das ja in 2 Gruppen ein. Zum einen die Single-Börsen, wo man flirtet, wo es nicht unbedingt zur Dauerpartnerschaft kommen muss. Ernster ist es schon bei den Partnervermittlungen, die sind auch wesentlich teurer. Da wird ja ein psychologischer Test gemacht. Der Unterschied ist, bei den Singlebörsen sucht man selbst anhand von Fotos und Profilen. Bei den Partnervermittlungen bekommt man Angebote, die angeblich optimal passen. Mhm. Manche Anbieter sprechen sogar, dass sie die Glücksformel gefunden haben und anhand von mathematischen Formeln genau wüssten, wer zu wem passt. Wir bezweifeln, dass unsere Tester, die alle echte Singles waren, die gesucht haben, die haben gesagt, manche stimmen nach dem Papier, aber in Wirklichkeit spielen dann doch andere Dinge eine Rolle. Also das war nicht immer optimal. Manchmal stimmten auch ganz einfache Dinge nicht. Die Testerin oder der Tester wollte einen Nichtraucher und bekommt dann Raucher vorgeschlagen. Solche Dinge könnten leicht ausgemerzt werden. Ob diese langwierigen psychologischen Tests wirklich funktionieren. Unsere Tester haben sich zum Teil beschwert, dass sie dann 1 Stunde Fragen beantworten mussten und dann sind die Vorschläge dann doch nicht so toll. Sie haben Qualitätsunterschiede natürlich gefunden zwischen den einzelnen Portalen. Ist also wichtig, wo man reingeht? Ja, das ist schon wichtig. Wir hatten ja bei diesem Test, es gibt viele, die einigermaßen funktionieren mit Abstrichen. Die sind dann befriedigend im Qualitätsurteil. Ein Anbieter war diesmal gut, das war Parship, aber auch nur knapp. Man kann nicht sagen, dass es jetzt der große Testsieger ist. Parship ist eine Partnervermittlung, die kostet 180 Euro für 3 Monate, also auch nicht wenig. Bei den Singlebörsen zahlt man 50 im Schnitt. Das interessante Ergebnis, wir hatten einen Anbieter dabei, Finja, der ist kostenlos, die finanzieren sich durch Werbung und der hat gar nicht viel schlechter abgeschnitten als die kostenpflichtigen Anbieter. Sagen Sie uns zum Schluss noch, Sie haben echte Testpersonen, also echte Singles losgeschickt. Wie viele haben sich wirklich verliebt? Bei dem ersten Test vor 5 Jahren, da haben wir 6 Monate getestet, also die Zeit spielt natürlich auch eine große Rolle. Da gab es so 2, die gesagt haben, da könnte was draus werden. Ich glaube, langfristig ist nichts draus geworden. Und beim letzten Test ist leider keiner unter die Haube gekommen. Scheint doch nicht so einfach zu sein mit der Liebe.
Vielen Dank, Herr Mokko. Schön, dass Sie bei uns waren. Herr Kirschmeier, diesen Matching-Point-Test, was Herr Mokko beschrieben hat, also so eine Art Vorhersage, wer passt zu wem, ist ein großer Traum sicher. Kann man das, ist das wissenschaftlich belegt, kann man das machen, kann man Menschen anhand solcher Testfragebögen einordnen? Also Sie können sie dahingehend einordnen, Raucher, Nichtraucher, ja. Sportlich, nicht sportlich, welche Vorlieben, welche Hobbys und so weiter. Das klappt sicherlich. Und da können Sie dann auch meinetwegen einen Tierfreund nicht mit einem absoluten Tierallergiker zusammensetzen. Ja? Okay. Also solche Sachen kann man natürlich ausschließen. Das passt dann auch übereinander. Ich meine, wir alle wissen, Liebe spielt auf emotionaler Ebene. Das können Sie mit keinem Test der Welt rauskriegen. Sie können rauskriegen, welche Sympathien die Menschen für gewisse Dinge haben, wie sie politisch stehen, wie sie von der Gefühlswelt sich selber sehen. Aber da ist auch wieder Fremdbild und Eigenbild ist dann wieder eine ganz große Geschichte. Das ist nicht wie beim Gebrauchtwagenkauf, wo man einfach die Wünsche ankreuzt und sagt, Ledersitze, Metalliklackierung, das passt bei Partnervermittlung nicht. Frau Alwina, was haben Sie für eine Erfahrung gemacht mit diesen Matching-Point-Geschichten? Geht es einfacher, wenn man vorher das eingrenzt? Also ich glaube schlicht und ergreifend, dass diese Matching-Points dazu da sind, dass die Menschen das Gefühl haben, da ist jemand, an den wende ich mich jetzt, der könnte gut für mich sein, um das in Gang zu bringen. Leute, die etwas extrovertierter sind, die brauchen das, glaube ich, gar nicht, weil ich denke, dass man schon auch im Internet mit dem eigenen Bauchgefühl besser klarkommt, ganz klar. Und auch lernt mit diesen Mails und dem Foto dazugehörig und was die Leute über sich geschrieben haben, das schon so einschätzen zu können, dass daraus schon ein ganz gutes Bild wird. Also ich könnte heute behaupten, dass ich so zu 80% wirklich durch eine Mail, durch das Profil und auch das Bild erkennen kann, wer da wirklich hintersteckt. Das ist schon. Da haben Sie aber Erfahrung gesammelt. Ja, ich habe da ja drei Jahre, so schlimm war es jetzt nicht, aber es ist schon eine lange Zeit und da lernt man auch sehr viel über sich kennen. Das ist eigentlich das eigentlich Tolle am Internet. Wenn man es richtig nutzt, kann man da wahrscheinlich mehr über sich erfahren als bei jedem Psychologen. Auf der Couch. Ja. Eine andere Ebene wahrscheinlich. Man muss ja auch sehen, diese ganzen Partnerbörsen, auch Singlebörsen sind natürlich auch unheimlich was fürs Ego, fürs Selbstbewusstsein. Ja? Man bekommt jeden Tag wieder neue Angebote, wer sich alles für einen interessiert. Man hat also sein eigenes so ein Selbstwertgefühl Profil. Wird dadurch stärker, meinen Sie, dass genau. Das Leute gibt, die deswegen das machen? Auch. Man hat dann, wir haben mal gesagt, die Leute gehen zum Teil eine Partnerbeziehung mit der Partnerbörse ein. Ja? Weil sie kriegen jeden Tag über einen Zeitraum, den sie selber wählen, immer wieder attraktive Angebote von Leuten, die sagen, ach, mit dem schicke ich wenigstens mal eine Mail, der sieht nett aus oder die sieht nett aus und die hat auch die und die Hobbys und so weiter und so fort. Dann gibt es da auch sehr viele Leute, die wirklich mehrmals am Tag da reingehen, weil sie wie so eine Sucht entwickeln, wie viele Klicks habe ich wieder bekommen, wie viele Leute haben sich mein Bild angeguckt, mein Profil angeguckt. Ja. Das baut natürlich auf. Das ist ja interessant. Wir wollen mal rausgehen und sind rausgegangen auf die Straße und wir haben mal die Menschen, das machen wir jedes Mal in unserer Sendung, die Menschen gefragt, was halten Sie eigentlich von diesen Single-Kontaktbörsen? Das sind die Antworten. Die Vorteile von Partnerbörsen sind die größere Auswahl, die Flexibilität in der Uhrzeit. Man traut sich, was zu sagen. Ohne dass man sich blamiert. Partnerbörsen im Internet sind sehr bequem. Ja, ich habe meine Ehefrau im Internet kennengelernt. Also die meisten Partner lernen sich ja kennen über die Arbeit oder über Freunde von Freunden. Ich finde es albern, sagen wir mal so, über eine Internetseite sich einen Partner zu suchen. Es kommt für mich überhaupt nicht in Frage, finde ich völlig gaga. Ich habe so viele Freundinnen, bei denen das so völlig nach hinten losgegangen ist und letztendlich mit so viel Frust und so viel Enttäuschung geendet hat. Also ist für mich keine Alternative. So richtig angekommen ist das Thema noch nicht, hat man den Eindruck, noch nicht ganz enttabuisiert. Sprechen die Leute offen, nach ihrer Erfahrung offen? Über diese Dinge, dass sie da drin sind, dass sie dort suchen? Das ist ganz unterschiedlich. Eigentlich ist es nach wie vor, es ist kein Tabu mehr, aber es ist nach wie vor noch eine Sache, wo man gut überlegt, wie man das erzählt. Das hat einfach auch psychologisch ganz klare Hintergründe. Wenn Sie als Mann unterwegs sind und Sie suchen eine neue Partnerin und Ihnen gelingt das nicht, aus irgendwelchen Gründen, keine Ahnung, Sie haben Hemmungen, Frauen anzusprechen, Sie haben nicht die Gelegenheiten und so weiter und Sie gehen ins Internet. Dann ist das aber ja mehr oder weniger so ein bisschen so ein Makel nach dem Motto, du bist bei der Jagd nicht erfolgreich gewesen, du musst jetzt aufs Internet zurückgreifen. Also dieses Instrument ist kein klassisches Jagdinstrument, sondern es ist eine Art Hilfskonstruktion. So wird es immer noch verstanden. Bei den Frauen spielt es ein bisschen anders mit. Da spielt natürlich nach dem Motto, ich habe draußen in der freien Wildbahn aufgrund meiner, keine Ahnung, mangelnden Attraktivität, mangelnden Schönheit, mangelnden was auch immer, keinen Partner gefunden und ich gehe
jetzt ins Internet. So wird es gesehen. Es ist natürlich nicht so. Ja? Aber es wird nach wie vor ist es mit diesem Makel behaftet. All das trifft auf Sie nicht zu, Frau Alwin. Alles das, was Herr Kirschmeier gesagt hat, Sie haben es trotzdem gemacht. Wie Sie gerade gesehen haben. Ja. Das heißt ja auch nicht, so nicht das noch ganz ergänzen darf, das heißt nicht, dass es wirklich so ist, aber die Leute fühlen das ja, und meinen, es wäre so. Ich glaube, dass da aber auch ein Generationenkonflikt ist. Also die, wir haben auch gerade, glaube ich, mitbekommen, dass die jüngere Generation es völlig normal findet. Die kennen auch von Facebook und so weiter diese ganzen Geschichten schon. Da ist ja auch schon dieser kleine Haken, bin ich in einer Beziehung oder nicht. Ne? Wird ja auch schon mit Argusaugen dann beobachtet. Und dann die Generation, ich schätze mal so 40 könnte da so ein Trennungspunkt sein, die auch mit dem Internet nicht wirklich aufgewachsen sind. Für die ist das immer noch eine sehr schwierige Geschichte. Man traut sich da noch nicht so oder traut auch dem Internet nicht so. Es ist natürlich auch keine einfache Sache. Das hat auch niemand behauptet. Aber wo, wenn nicht in einer Partnerbörse, sollte man jenseits des Teenie-Alters wirklich da so viele Chancen bekommen? Das reale Leben, hatten wir ja gerade gehört, hier im Beruf und im Freundeskreis lernt man normalerweise dann Partner kennen. Beruf, ja, ich bin Freiberufler, arbeite sehr viel mit Frauen, das fällt weg. Und im Freundeskreis, bin ich sehr stolz drauf, habe ich die gleichen Leute seit etlichen Jahren. Da sind Neuzugänge eher selten. Und das hat auch mit dem Alter zu tun. Und deswegen finde ich gerade, ab einem gewissen Alter ist das völlig normal. Geniale Idee. Jetzt nochmal, Sie haben vorhin gesagt, Sie können erkennen, nach Erfahrung sammeln, wer ernsthaft in Betracht zu ziehen ist und wer nicht. Nach welchen Kriterien entscheiden Sie das? Wen Sie antworten, wen Sie anschreiben und wen besser nicht? Ja, das hat ja mit dem Profil zu tun. Ja. Erstmal, es gibt da natürlich diese klaren Unterscheidungen, wie wir gerade schon gesagt haben, Nichtraucher, Raucher, wie auch immer, was einem da auch wichtig ist. Es gibt ja auch durchaus alleinerziehende Mütter, die sagen, ich bin ortsgebunden, es geht nur in einem gewissen Umfeld. Das macht das Internet möglich. Wenn man so in ein Restaurant oder so kommt und sieht da vielleicht zwei tolle Typen, die man ganz toll findet, weiß man dann, ob die nun frei sind, ob die auf der Suche sind, ob die einen selber gut finden. Das sind Dinge, die einem das Internet ein bisschen abnimmt. Ne, also man hat da schon die Chance, das eher und im Vorfeld zu erfahren. Und man muss auch nicht gleich beleidigt sein, wenn man dann eine Mail zurückbekommt, sorry, du bist nicht mein Typ. Das ist eine spannende Frage, das wüsste ich gerne mal. Wie macht man das? Es gibt keinen einfachen Button, wo drauf steht, tut mir leid, du gefällst mir nicht, sondern man muss sich schon was überlegen. Es gibt tatsächlich vorgefertigte Sätze, das finde ich so grauenhaft. Also das ist das Schlimmste an der Sache. Ja. Ich finde, Menschen sollte man auch im Internet so behandeln, dass man sich die Zeit nimmt, wenn man sowas machen möchte, dass man auch eine Antwort schickt. Das machen Frauen zum Beispiel häufig nicht. Wenn da jetzt jemand ankommt, der nicht in das Suchfeld passt, wird dann eben so nach dem Motto, nee, du nicht. Macht man nicht, finde ich ganz furchtbar. Unfallende Stimme. Eben, genau. Und ich finde, auch wenn man da ein bisschen fröhlicher und netter in Netiquett miteinander gut umgeht, dann wird das ganze Leben auch virtuell schöner und man hat auch ein besseres Gefühl dabei. Und man darf aber sagen, sorry, du passt nicht in mein Partnerbild. Ist Ihnen das passiert? Haben Sie von Menschen? Auch häufig, von beiden Seiten. Haben Sie da gelitten? Ist das nicht, Man kann doch nicht, also das ist ja auch der Unterschied zur, man kann ja auch abends, wenn man an der Bar sitzt und hat sich nett, zum Beispiel wir hätten uns jetzt nett unterhalten, und dann geht man auseinander, hatte man ein schönes Gespräch. Okay. Das ist doch auch etwas, was schön ist, das Leben auch ein bisschen bereichert. Sie gehen ja in dieses Portal, um mehr daraus zu machen. Gut, aber man muss trotzdem erstmal locker prüfen, ob da von beiden Seiten Interesse ist. Das ist ja eine sehr vielschichtige Angelegenheit. Das ist ja, man muss auf beiden Seiten das gleiche Interesse haben. Wenn der eine meinetwegen jetzt eine schwarzhaarige, rassige Spanierin toll findet und da passe ich nun mal nicht ins Bild, dann hat die Natur mir da eben was Böses getan in dem Sinne. Wird mich aber auch nicht glücklich machen. Warum muss ich dann dahinter hecheln und sagen, der muss es nun ausgerechnet sein? Es gibt bestimmt irgendwo den einen, der mich genauso toll findet wie ich ihn. Und den suche ich ja nun. Genau, den habe ich auch übrigens bei Finja. Ja. Preiswert und gut, haben wir heute gelernt. Herr Kirschmeier, umsonst, aber nicht gratis, andersrum. Nein, wenn man das so macht, fehlt denn da bei so einer Partnerschaft nicht so dieser erste knisternde Moment, wo man aufeinander zugeht, wo man sich das erste Mal sieht und spürt, oh, das ist irgendwie, da entsteht doch was zwischen zwei Menschen. Mhm. Wenn man das so vorher plant, gewisserweise das vorsortieren lässt von so einer Maschine, kann dieser Moment dann noch entstehen? Und wie wichtig ist dieser Moment eigentlich für eine funktionierende Partnerschaft? Also erstmal sind wir ja unter Gleichgesinnten in dem Fall. Ja? Also sowohl die Männer als auch die Frauen, die in diesem Portal dann jeweils sind, suchen eigentlich im Grunde das Gleiche, nämlich einen neuen Partner. Dieser Moment, um auf Ihre Frage zu kommen, ist natürlich unheimlich wichtig, dieses Knistern. Wobei wir ja auch alle selber wissen, es gibt dieses Knistern, wo man diesen großen Bang hat und sagt, boah, ich habe heute eine Frau gesehen, die muss ich kennenlernen. Oder man hat auch Beziehungen, die sich so langsam entwickeln, wo man hinterher sagt, hätte ich nie gedacht. Ne? Als ich die, keine Ahnung, vor einem halben Jahr kennengelernt habe, habe ich gedacht, okay, kannst du mal kurz einen Kaffee mittrinken, das war es dann aber auch. Und dann hat sich das mit der Zeit so entwickelt. Also
Was ja unheimlich wichtig ist, dass die Leute online miteinander kommunizieren, dass sie auch schon mal miteinander telefonieren. Das heißt ja nicht, dass, wenn sie in so einem Portal sind, dass sie nicht miteinander trotzdem auch telefonieren können. Sie müssen nicht nur mailen anonym. Sie können ja auch allein schon von der Stimme, Stimme macht ja auch unheimlich viel aus, auch darüber den Partner kennenlernen oder den zukünftigen, mit dem sie sich treffen wollen. Also bietet dieser Kommunikationsweg, E-Mail, dann doch so eine gewisse Emotionalität? Oder was passiert denn eigentlich? Das ist der erste Schritt. Man sortiert doch vor oder man macht sich ein bestimmtes Bild wahrscheinlich von dem Menschen, den man da vielleicht begegnet. Erstens würden Sie sich wahrscheinlich wundern, wie sehr das auch online knistern kann. Also ich habe schon, ich habe ja sehr viele Leserzuschriften mitbekommen, dass sich viele online derart unsterblich verliebt haben, was mir dann so ein bisschen abgeht, weil ich war damit schon vorsichtig. Ich habe immer versucht, mich möglichst sehr schnell mit jemandem zu treffen, den ich interessant fand, um eben nicht über meine eigenen Erwartungshaltungen zu stolpern, weil wir sind ja da wirklich gut drin. Ne? Thema wieder, ne? Ja, oder auch eine Erwartungshaltung durch diese Mails. Man liest da auch genau das raus, was man gerne lesen möchte und baut dann immer ein tolleres Bild aus. Das kann der andere Mann dann gar nicht erfüllen. Ja. Das könnte dann George Clooney sein, der wäre dann immer noch falsch. Also, das ist die Therapiefunktion, die wir da eben schon mal angesprochen haben. Und da muss man sich darüber im Klaren sein. Und wenn man da ein bisschen auf sich aufpasst und sich möglichst schnell trifft und dann einfach dem Leben die Chance gibt, da was Tolles rauszumachen, dann ist das, glaube ich, der richtige Einstieg. Geben Sie unseren männlichen Zuschauern so ein paar Tipps. Was muss ein Mann schreiben, um bei einer Frau auf Interesse zu stoßen? Also erstmal glaube ich, dass man gar nicht bestimmte Tipps für alle geben kann. Man sollte versuchen, sich wirklich zu überlegen, aber auch bei Frauen gilt das, was möchte ich, wer bin ich, was habe ich zu bieten? Jeder hat ja was Tolles. Und es ist ja das Schöne am Internet, dass wirklich jeder Topf da einen Deckel finden kann. Und wenn ich mich jetzt verstelle, weil ich glaube, dass ein anderer Typ von Mensch gefragter ist, dann gehe ich wahrscheinlich genau an der Mrs. Wright oder dem Mr. Wright vorbei, der es dann eigentlich wäre. Und das wäre schade. Also es gibt keine Ehrlichkeit. Ehrlichkeit ist es, offen sein. Mut muss man auch da mitbringen zum Anschreiben, aber nachher auch diesen Schritt ins reale Leben. Ja. Und ab da hat ja mal die Uni Zürich auch untersucht, dass ab dem ersten Date alles genauso ist wie im realen Leben, beim realen Kennenlernen. Also dann ist die Phase beendet und die hat auch keine Auswirkungen irgendwie auf die Partnerschaft. Nein. Es ist wie früher die Eheanbahnungs- oder Heiratsinstitute waren. Ja? Mhm. Nur, dass sie das jetzt selber online in die Hand nehmen und nicht mehr in irgendein Büro gehen und irgendeiner Dame oder einem Herrn ihr Leben offenbaren und sagen so, und ich würde gerne. Und die setzen dann eine Anzeige in die Zeitung. So war das vor 20 Jahren. Mhm. Heute macht man das im Internet und von daher ist das eine ganz andere Geschichte. Haben Sie gefährliche oder extrem unangenehme Situationen erlebt in den 3 Jahren? Es wird ja immer mal wieder berichtet, da werden auch so dubiose Gestalten unterwegs. Also dubiose Gestalten, ich glaube, die sind mir ziemlich direkt aufgefallen. Also jeder mit einem guten Bauchgefühl dürfte da wenig Probleme haben. Und wenn man eben wirklich diese kleinen Regeln beachtet, dass man sagt, ich gebe nicht meine Adresse raus, ich treffe mich nicht unbedingt im Lieblingslokal, wo ich dann nachher irgendwie, wenn ich 5 Dates hatte, 5 vermeintliche Ex- da sitzen habe, die vielleicht böse sind. Kann ja alles passieren. Ja. Also das, wenn man solche Kleinigkeiten beachtet im Vorfeld, dann dürfte das gar nicht so dramatisch sein. Also mir sind witzige Sachen passiert, über die ich heute auch noch herzlich danke. Was war der unvergesslichste Moment? Bei mir hat sich wirklich ein Mann als Homosexueller verkauft, wo ich dann dachte, okay, wir können ja Freunde sein. Dann stand ich dann da mit ihm und dann war er natürlich nicht homosexuell. Also ein sehr unscheinbares, sehr ungepflegtes Männlein, muss man sagen. Und er hatte dann als Argument, dass er das ja nur gemacht hätte, um diesen unglaublichen Andrang von Frauen abzuwehren. Mhm. Und da habe ich gedacht, das verstehe ich. Sie kennen ja die deutsche Seele wahrscheinlich am genauesten, als man das überhaupt kann. Was sind die Wesenszüge, die man haben muss, um in eine dauerhafte Bindung reinzukommen oder eine dauerhafte Bindung erhalten zu können? In ganz kurzer Zeit. Die wichtigsten Punkte. Das ist natürlich eine Frage. Ich glaube, die kann Ihnen kein Mensch dieser Welt beantworten. Okay. Aber dieses, was wir eben schon mal hatten, diese Natürlichkeit, geben Sie sich so, wie Sie selber sind. Ja? Okay. Und sonst geht eine Beziehung nach einem halben Jahr spätestens in die Binsen, wenn man dann der Partner nämlich erfährt, der ist ja gar nicht so, wie er laut Leitbild, laut, keine Ahnung, Buch von so und so hätte sein sollen und wie er versucht hat zu sein. Dann ist die Enttäuschung gut, dann ist der ganze Aufwand umsonst gewesen. Und das halbe Jahr können Sie sparen, seien Sie von Anfang an ganz natürlich. Frau Alwine Kirschmeier, herzlichen Dank. Das war sehr spannend und sehr interessant. Vielen Dank Ihnen, liebe Zuschauer, dafür, dass Sie dabei waren. Wir sehen uns am nächsten Mittwoch um 23.10 Uhr auf N24. Bis dahin. Tschüss, machen Sie es gut. Das war wirklich sehr schön.